So, das scharfe Hexebrot. Was brauchen wir dazu? Gucken wir mal. Schönes Fladebrot. Käse brauchen wir dazu. Alles unter Video. Normal Creme Fraiche mit Kräuter. Hier brauchen wir schöne Gouda. Zwiebeln. Knoblauch. Paprika edelsüß. Salz. Kreuzkümmel. Tabasco. Tabasco. Geheimzutat. Und hier Frühlingszwiebeln und gemischtes Hack, ja, oder Rinderhack, wie ihr wollt. Und dann nehmen wir jetzt los. So, dann machen wir das alles schon mal da drauf. Die Geheimzutat. Gut gemischt. Und jetzt gehen wir hier unser Käse zu. Aber nur die Würfelkäse, ne? Machst du mal. Und Gouda ist das. So, dann legen wir los. Zwiebeln angeröstet. Dann gehen wir hier den Rand lassen wir. Gucken wir. Den Rand lassen wir. Wir schneiden so schräg auf. Ja. Und dann brechen wir das raus. Ja. So, dann mache ich mich die Vorbereitung. Auch Öl rein. So, kaum noch die Pfanne getauscht. Ah, das sieht schon gut aus. Und riecht, ja, nein, das riecht. Und hier machen die Zwiebeln dazu. Oh, noch Platz für die Pfanne. Fresh machen. Und jetzt noch rein. Hat er sich ja noch. Ach, hat er sich ja da. Brötchen. So, jetzt nehmen wir das Brot ganz kurz anrösten. Ne? Nicht zu schnell durchweicht. Wir sind bald soweit. Das Brot angeröstet. Jetzt machen wir unsere Frühlingszwiebeln rein. Ihr seht, das kocht auch jetzt nicht mehr. Das soll noch nicht mehr kochen. Das ist heiß genug. Wenn das weiße, gucken wir da, ein bisschen braun wird, ne? Dann ist es richtig. So, jetzt fangen wir an. So, ein bisschen abtropfen lassen. Ne? So, und jetzt kommt unser Röstis drüber. Unser Streukäse. So, fertig. Gucken wir mal. Oh, unser Hexenbrot. Gucken wir das mal. Lecker. So, jetzt schneiden wir mal. Hört mal zu. Brutal, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll. Schauen wir lieber an. Sieht man das? Das scharfe Hexebrot, ne? Probieren wir mal. Richtig lecker. Das ist genau das richtige Rezept für Halloween. Richtig geil. Gucken wir mal, mit der Rösti ist aber drauf. Mit dem saftigen hier, mit dem saftigen Käse. Frühlingszwiebeln, ne? Hackfleisch in Creme Fraiche drin, ne? Brutal, mit einer Schärfe drin. Ja, und hier, gucken wir, die Röstis. Machen wir das noch. Richtig brutal. Abo, Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ich sage euch eins: Die Aktion mit einer Hexe im Nach, also jetzt gleich, dann noch,
sind ja die Aktion, der Kameramann war dabei, der ist mitgerannt mit mir. Oder mit der Hexe, die, boah, die hat mich beinahe erwischt, ne? Beinahe. Bleiben gesund. Ich bleibe am Ball. Abenteuer geht weiter. Ne? Und bis zum nächsten Mal. In diesem Theater. Bantilas Theater. Bantila kocht. So, wir gehen jetzt zu der Hexenkönigin. Ich muss bloß noch am Tor an dem Wächter vorbei. Denn durch Besteche, die sind schon ein paar hundert Jahre alt. Ne? Die machen ihren Job schon gut. Aber die haben natürlich noch ein paar hundert Jahre, kann ich euch vorstellen, Arthrose. Ne? Und auf dem Schwarzmarkt gibt es super Mittel, da gehe. Und damit tue ich den Bestecher. Ne? Da kommen da überall rein. Gucken wir mal. Sehen wir das? Ah, wir gehen mal ans Tor. Das klappt. Und dann glauben wir das Rezept. Ich versuch's. Ne? Ah, bis gleich. Schon mal geschafft. Alter, da steht's. Wir müssen jetzt leise sein. Da vorne ist die Kammer von den Hexerezepten. Hab's gepackt, aber das war sau knapp. Ne? Mein lieber Mann, hätten wir hier beinahe mit der Sens da. Hopp. Wir gehen jetzt in die Küche. Ich habe das allerbeste Rezept für Halloween. Hier in der Kiste. Mit dem Zaubertrank.